Ich finde es ja cool, dass die Musik pro Volk scheinbar so ein bisschen variiert. Nice. Willkommen zu einer neuen Folge. Wir machen weiter mit dem Multiplayer. Weiterhin gegen Bots. Ach so, okay. Hat er also random letztes Mal hier verschiedene Teams zusammengewürfelt. Ich würde vielleicht sowieso sagen, wir machen mal vielleicht jetzt 8 Spiele einfach aus Spaß. Hier müssen wir also gegen Teams machen. Andere Karte. Achso, ich würde jetzt nämlich gerne Russland spielen wollen. Dann nehmen wir hier so eine Wasserkore. Küstenregion mit vielen Rohstoffen. Das ist aber keine Winterkarte hier, oder? Das sieht zwar so winterlich aus, aber... Es herrscht entweder Sommer oder Winter, okay. Na, mal gucken wir mal. So, wir hatten ja gesagt, wir wollen die Russen nehmen. Deckbau. Ich würde das jetzt einfach so lassen, bevor ich mir irgendeinen Kram aussuche. Oder? Oder wir nehmen irgendwas raus, wo wir sagen, das ist eh Müll. Schwere Artillerie klingt auch interessant. Oh, schwierig, schwierig. Mehr mit den Münzen. Ja, braucht man das wirklich? Wir haben ja diese Wiederholung mit 300 Münzen. Stetig mit etwas Holz, das ist nicht verkehrt. Dann haben wir hier 700 Holz erhalten. Dann nehme ich das lieber raus und nehme die rein. Okay, zurück. Ja. So. Okay. Zufallscharakter, Geschwindigkeit, das bleibt alles so, ne? Okay, starten wir. Ob im Sommer oder Winter, hier gibt es immer genügend Rohstoffe. Die Errichtung von Verteidigungsanlagen auf den Inseln im Meer oder in der Nähe der Cree- und Huron-Siedlungen helfen bei der Kontrolle des Ozeans. Ein Bündnis mit einer dieser indianischen Stämme schaltet fantastische wirtschaftliche Möglichkeiten frei. Die Sei gegrüßt! Du weißt doch, dass Tokugawa noch nie besiegt wurde, oder? Nee, weiß ich nicht. Die Schnorrerrussen. Schön. Okay, das ist direkt hier unten. So, und gleich mal hier. Dorfbewohner, okay, die sammeln erstmal. Da haben wir noch irgendeinen Schatz oder sowas. Здравствуйте, добытчик.
Dorf. Готово. Что? Да. Здравствуйте. Дровосек. Здравствуйте. Охотник. Приказ будет сделано. Да. Ну, baut schneller hier. Da ist immer noch ein Schatz, guck an. Nee. Hä? Что? Охотник. Oh, nur. Ah, geht jetzt nicht, weil ich ein Haus brauche oder was? Ah, leck mich. So, ein Punkt. Hä? Ich hab doch extra Deckbuilding gemacht. Ach, willst du mich verarschen? Scheiße. Ah doch, das ist es. Machen wir gleich das hier. Zack. Готов. Строитель. Строитель. Hä? Achso, das ist noch nicht entwickelt. Ich bin mal gespannt, wie viel hier dann steht. Oh, zwei davon gleich. Готово. Да. Охотник. 25 Holz. 38? 50. Dann, hey, das ist ja nicht verkehrt. 75? Bleibt auf 75. Готов. Правильно. Атаку! Okay, wir haben hier England. Was ist denn das? Irland eventuell? Italien? Sind die Inka? Azteken vielleicht? Dein Kundschafter sollte sich besser nicht so weit von zu Hause entfernen. Правильно. Атакую! Атакую! Будет сделано. Атакую! Na, viel Damage machen wir nicht. Готов. Да, правильно. Что? Добытчик. Что? Атакую! Готов, будет сделано, да. So. Was brauchen wir? 800 Nahrung. Da sind wir gleich. Kann ich hier irgendwie dann Dorfbewohner holen? Nee, okay, also müsste ich die wieder bauen. So, Bündel mit 400 Holzeinheiten, zwei Siedler und zwei halbgemästete Kühe, 500 Nahrungseinheiten. Ein Militärwagen. Tabis. Что? Das Gute ist, dass wir wirklich passiv gerade Holz sammeln, ohne dass ich dafür Siedler abstellen muss.
Gas! Schneller! Dann würde ich auf jeden Fall erstmal nochmal wieder Nahrung nehmen, oder? Bei Münzen haben wir erstmal genug. Was habe ich denn jetzt hier gekriegt? Militärwagen. Ich würde erstmal einen Stall bauen wollen. Da. So, 1200 Nahrung. Sammelt alles ein, Leute. Sammelt alles ein. So, ja, hier sind viel mehr Gebäude. Dann würde ich erstmal eine Mühle noch hinsetzen. Строитель. Здравствуйте. Сделаю. Komm, ich brauche noch ein Haus hier, verdammt. So, dann sparen wir auch erstmal die Nahrung gleich für das dritte Zeitalter. Auch schön, dass die so gelb angemalt sind jetzt. Gefällt mir. Sieht ein bisschen zwar aus wie Schweden so, aber okay. So, ich werde mal jetzt trotzdem ein bisschen Holz abpacken. So, stark gegen Infanterie. Kosaken. Na komm, nehmen wir die erstmal. Haben wir 1200. Diesmal sind es andere oder was? 5 Kosaken. Okay, das verändert sich also jetzt bei den Europäern dann auch noch. Okay. Wird man noch mal mehr Bauern nehmen, Siedler. Dann schicken wir noch 2 zum Holz schlagen und den werde ich noch für den Bau nutzen.
Oh, ihr habt da gar nichts zu tun. Erstmal gegen das Mikro geklatscht. Jo. Nahrung schneller sammeln ist ganz praktisch, denke ich. Okay, die Königin. Die Technologien sind nutzlos, ohne die Mittel, sie auch Gatow. Einzusetzen. Prikaz? Gatow. Будет сделано. Правильно. Habe ich schon mal eine kleine Armee. Sehr gut. Gatow. Was brauchen wir? 1200 Gold und 2000 Nahrung, okay. Готов. So. Prost, bitte. Что? So, ein Viehstall brauche ich nicht, einen Hafen brauche ich nicht, Blockhaus. Weil eine Kirche. Ah, ein Gutshof werde ich auf jeden Fall auch errichten. Dafür brauche ich auch mehr Holz. Mehr Holz, wir brauchen mehr Holz. Готов? Да, сделаю. Здравствуйте. Правильно. Okay, jetzt sind schon fast alle auf der 2. Bis auf den Italiener. Prikaz? Komm, dann haust du. Ah! Будет сделано. Ich würde gerade sagen, dann haust du nebenbei auch Holz ab, aber so geht's auch. Что? Und ich muss Häuser setzen. Ach, shit. So. Ich würde dann nämlich doch nochmal vielleicht ein paar Bauern mir holen wollen. Oder Siedler. Ich hole immer noch das Schaf hier ab. So.
Die 3-1, also 3 auf einmal dauert auch extrem lange immer, ja. So, schicke ich euch erstmal hier hin. Haben wir überhaupt Türme, sag mal? Das irritiert mich hier gerade. Wo sehe ich denn hier die Türme? Das Blockhaus, aha. Okay. Die Götter verlassen mich. Mein Mönch ist tot und kann nicht mehr mit den Geistern reden. Naja, er ist ja wieder da. Alter, was hat er hier schon alles gebaut? Sommerpalast? Eine Burg, hier eine kleine Burg. Okay, Blockhaus, please. Jetzt gehe ich erstmal dahin. Im Prinzip müsste ich auch schon wieder ein Haus dann bauen. Stopp. 2000 Nahrung. Oh, haben wir ja gleich. Was war das andere? Gold oder Münzen haben wir auch genug. Kursaken, Rekruten, ein Fortwagen, was auch immer ein Obrindniki ist. Aber es ist ein Kriegsminister, dann wird das eigentlich was Gutes sein, oder? Hat er auch irgendwie mein Dings erweitert? Grenzblockhaus. Oh. Sollten wir nehmen. Здравствуйте. Строитель. Приказ? Und dann schicke ich sie zum Holzabbau. Tausend jeweils. Ach du Kacke. Da bin ich noch weit von entfernt. So. Ich muss mir Holz schlagen. Sto? Prikas? Sto? Oh, ich sehe gerade, wir sind ja voll über der Zeit schon. Ich mache erstmal an der Stelle ein
Funkbäuschen, spitze Blanke mich. Bis denner.